Willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake und dem ganzen Blubber drumherum. Ich war gerade in der WhatsApp-Gruppe von unserer freien Gesellschaft, beziehungsweise von unserer Raid-Gruppe, und da kam eine coole Frage, und zwar wie viele Kapitel dieses Spiel hat. Ich weiß ja nicht, ob das schon bekannt gegeben wurde, und das ist auch nur eine Vermutung, die ich jetzt ausspreche, aber kann es sein, dass der restliche Content als DLC angeboten werden wird irgendwann? Das klingt so ein bisschen danach. Ach ja, den Krötenmann müssen wir noch killen. Weil ich wundere mich die ganze Zeit, dieses Spiel hat 90 GB auf dem Buckel. So, welches Spiel ist so riesig? Also ich kenne kaum Spiele. Also ja, 40 GB ist schon mittlerweile relativ normal. Aber was mich so nach längerem Spielen ein bisschen an diesem Spiel wundert, ist, das kann natürlich auch daran liegen, dass ich keine PlayStation Plus habe, wohlgemerkt, keine PS4 Pro, dass die Texturen doch nicht so geil sind, wenn ich bedenke, dass wir es hier mit der Unreal Engine 4 zu tun haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Grafik scheiße ist, sie ist ziemlich gut, finde ich. Dafür, dass man bedenkt, dass das Spiel, also wenn ich bedenke, dass das Spiel so riesig ist, aber es ist so eine Frage, die ich mir halt eben stelle oder schon länger gestellt habe, wie dieses Spiel 90 oder wie das Ganze hier 90 GB groß sein kann. Ach ja, stimmt. Call of Duty waren auch irgendwas 80, 90. Jetzt, wo du es sagst. Aber was? Na gut, okay. Können wirklich die Texturen sein? Ich kann durch Wände schlagen. Haha, Wallhack confirmed. Okay, dann. Gut. Croissant, hast du eine Pro oder hast du auch eine normale PS4? Weiter geht's. Kommt schon! Ah, du hast eine Pro. Aber bei dir sieht es auch vergleichbar aus. Also gut, du hast 60 FPS, das ist klar. Aber jetzt so von der Auflösung, da ist der Igelmann. Oder der Froschkönig. Kollektivschutz? Das klingt ja gar nicht freundlich. Nee. Der macht hier die ganze Zeit so coole Dinge. Frag mich, ob der auch neue Gegner ruft. Ah, nee, aber der heilt. Diese olle Sau. Na gut, dann wollen wir ihn doch mal kurz analysieren. Den Krötenkönig. Okay, Sky und Floor Map sind teilweise auch matschig. Das ist gut zu wissen. Okay, Eis ist wirksam gegen ihn. Das ist super. Eis müssten wir... haben wir noch auf Eris. Und jetzt hauen wir mal den Krötenkönig hier ein bisschen kaputt. Ja, komm, nehmen wir ruhig Blitz. Auch wenn das an der Stelle ein bisschen schwachsinnig ist. Oh, Limit Break ist ab. Dann wollen wir doch mal den Kreuzschlag auf den Krötenkönig feuern. So. Das hat geklappt. Terminiert. Ja, wir wollen wieder zurück zum Helmchenhof. Wir haben wieder eine Quest abgeschlossen. Auch wenn das nur Sidequests sind, finde ich es trotzdem super angenehm. Und ich finde, die gehören irgendwie mit zum Spiel. Die machen sich super, weil es auch nicht zu viele sind. Hast du den Krötenkönig besiegt? Klar. Wie gesagt, Kinderspiel. Juhu! Ich wusste, dass du es schaffst.
Jetzt können wir wieder in unserem Geheimversteck spielen. Danke, Cloud. Hier, der Schatz, den wir dir versprochen haben. Nee. Der ist ganz sicher 3 Gil wert. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und vergesst auch nicht, eure Hausaufgaben zu machen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ich hab die Nagelkeule bekommen. Die Nagelkeule, das ist die, von der ich erzählt habe. Das ist das Brett mit Nagel. Sie wissen auch wirklich alles, Fräulein Furia. Wenn dem mal so wäre. Aber ich versuche mein Bestes. Diese Kinder sind jeden Tag von früh bis spät auf Achse. Sie stehen füreinander ein, helfen Menschen in Not und kämpfen für ihre Träume. Irgendjemand muss doch auf sie aufpassen und sie beschützen, so gut es geht. Klingt anstrengend. Das steht wohl außer Frage. Aber ich will für sie da sein, sie unterstützen und ihnen Liebe schenken. Bis zu dem Tag, an dem sie den Helmchenhof verlassen. Ich will, dass sie sich hier geborgen fühlen, geliebt werden, wie man sonst nur von seiner Familie geliebt wird. Und dafür muss ich mein Bestes geben und wirklich alles wissen. Oh, toll. Ich habe vom Besten gelernt. Mein Vorgänger hat es genauso gehalten und ich möchte seine Tradition fortsetzen. Oh, aber noch bin ich weit entfernt davon, so gut mit Kindern zu sein, wie Bix es ist. Oh, herrje, ist es wirklich schon so spät? Ich muss los. Stimmt, Sie haben doch etwas vor. Ja, meinen Traum verfolgen. Nochmals vielen Dank euch beiden. Bix war ihr Vorgänger. Was wohl ihr Traum ist? Interessiert mich nicht. Danke, dass du unser Geheimversteck gerettet hast. Ich habe mich total für dich eingesetzt. Und du darfst jetzt, weil du weißt, schon was mitmachen. Geh doch noch mal zu unserem Geheimversteck, Cloud. Okay, aber ich glaube, hier ist es wirklich eine Nagelkeule. Aber hey. Die Leute verlassen sich auf uns. Was? Scheint so. Und du scheinst Spaß zu haben. Schon. Dann zeig das doch auch mal. Als Alleskönner arbeitest du immerhin in der Dienstleistungsbranche. Das überlasse ich lieber dir. Von mir aus gerne, aber ich bin nicht immer da, weißt du? Natürlich. Tut mir leid, aber meine Gesellschaft ist auch nicht günstig. Tja. Okay, wir gucken uns mal das, mal die Nagelkeule an. Genau. Nagelkeule. Die sieht richtig gut aus. Physische Abwehr minus 5. Wie sieht's denn hier aus mit Materie? Kein Materia-Slot. Ah, das tut weh. Dann wollen wir doch erstmal gucken, ob wir die nicht modifizieren können. Und vielleicht kriegen wir auf die Art und Weise 3 Materia-Slots vom, vom Dingens zurück. Das wäre spitze. Weil vor allem die Materia-Slots brauchen. Achso, genau. Das können wir mal so gucken. Kritische Trefferrate, nope. Da sind die zusätzlichen Materia-Slots. Die kosten 10 Punkte, aber die brauchen wir. Materia-Slot. Und nochmal ein Materia-Slot. So. Der hat aber auch nur 2 Positionen. Das ist gut. Oh, das ist gut zu wissen. Kleiner Moment. Welcher hat er das nochmal? TP Maximum plus 20 und... Okay, ich glaube, ich werde hier einmal die kritische Treffer... Also erstmal TP Maximum ist klar, finde ich, weil damit kriegen wir nochmal ein bisschen was zurück. Und TP Maximum, was haben wir denn hier drüben noch? Schaden von normalen Angriffen plus 5%. Oh. Bei kritischen bei niedrigen TP-Trefferrate um 50%. Jetzt die Frage, ab wann zählt das als gering? Dann lieber mal hier nochmal die kritische Trefferrate um 10% erhöhen. So. Das klingt doch bombastisch. So, jetzt kann ich nämlich auch... Ach nee, ich wollte ihn nicht aufwerten. Sondern jetzt kann ich das auch nutzen.
Weil vor allem die kritische Trefferrate erhöhen, finde ich bombastisch gut. So, einmal die Nagelkeule. So ist klar, dass wir jetzt Magieabwehr und physische Abwehr reduziert haben. Magiepunkte sind auch reduziert. Das finde ich nicht dramatisch. Aber die Materie übernehmen. So. Wunderbar. Ach, herrlich. Wir könnten Eris aber nochmal hier Materie einsetzen. Shiva nämlich. Wir haben ja Shiva bekommen in der, in der vorletzten Folge. Und ich habe das noch nicht ausgerüstet. So. Gewährt den Kampf vollständig vor Gemach, vor Stopp. Das ist auch cool. Das ist eigentlich so eine Sache, die sollte vielleicht Cloud nehmen. Kraftreif erhöht Stärke um 5%. Aber die Schutzstiefel sind schon ziemlich nice. Nee, dann lieber für Eris. Weil, ganz einfaches Ding, Eris hat, ist eine unglaublich gute Heilerin. Zumindest war sie das, war sie früher halt eben im alten Final Fantasy Teilen. Oder im alten Final Fantasy 7 eine recht gute Magiekünstlerin. Weswegen ich, denke ich mal, lieber das nochmal nutzen sollte. Kampfbericht 9 ist nebenbei jetzt abgeschlossen. Den könnte ich auch nochmal einreichen. Das gibt uns bei, ich glaube Chatley hieß der, nochmal irgendeinen kleinen Bonus. Den will ich mir doch gleich mal abholen. Chatley ist hier unten. Da ist er. Ui, stehen gebleibt. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Super. Kampfbericht abgeschlossen. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Super. So, was haben wir denn hier Neues? Wir haben effektives Blocken. Magische Verkettung. Ein Zusatzangriff wird mit der verbundenen Materia dem Angriff des Anführers zugefügt. Kleinen Moment, das möchte ich ganz gerne nochmal sehen. Blitz, Feuer. Okay. Ja, nehmen wir mit. Ich weiß zwar noch nicht so genau, wie die genau ablaufen soll, aber es passt schon. So, Shiva haben wir schon besiegt. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ah, ich mich aber auch. So, wir haben noch ein paar Aufträge über. Tatsächlich haben wir noch zwei. Ein verifizierter Held und Ruhe in Frieden. Dann wollen wir doch erstmal den Kindern wieder zur Hand gehen, bevor wir uns um die Erwachsenen kümmern. Oh, und da fängt wieder die Godzilla-Musik an. Die nervt ein bisschen. Wir konnten eine ganze Weile nicht mehr Kistenkrieg spielen. Aber jetzt geht es wieder los. Yay. Das verdanken wir dir. Gerne. Übrigens, vor dem Bürgerhaus sitzt ein alter Mann, der traurig aussieht. Oh. Er sagt, er sucht einen Alleskönner. Kriegen wir hin. Ich bin der Alleskönner. Ich kann alles. Hey, Cloud. Du kommst gerade richtig. Wir spielen nämlich Kistenkrieg. Wer die meisten Kisten zerstören kann, wird zum Helden unseres Geheimverstecks gekürt. Eigentlich dürfen ja nur Kinder mitspielen. Aber dich lassen wir ausnahmsweise mitmachen. Das ist aber toll. Trostpreis Mogri-Medaille. Das ist schon mal ganz cool. Ich glaube, Trostpreis ist etwas, was wir häufiger machen können, um an die Mogri-Medaillen zu kommen. Aber magisches Zahnrad klingt interessant. Gucken wir mal. Okay, Grundregeln. Zerstöre innerhalb des Zeitlimits so viele Kisten wie möglich. Für jede zerstörte Kiste gibt es Punkte. Über treffe die Zielpunktzahl für einen erfolgreichen Abschluss. Unterschiedliche Kisten von Arten von Kisten haben unterschiedliche Fertigkeiten, Effekte und bringen verschiedene Punktzahlen. Schlägst du auf eine blaue Kiste, lädt sich die ATB-Leiste stark auf. Im Kistenkrieg kannst du nur die Waffenfertigkeit der ausgerüsteten Waffe und den Mutangriff verwenden. Aha, okay. Zerstörst rote Kisten, verlängert sich die verbleibende Zeit. Okay, probieren wir's.
What the? So, genau, Mutangriff. Oh, das war, ging ja voll daneben. So, jetzt aber, Mutangriff. Wie ich hier einfach nur daneben feuer? Wertwürdig. Na also. Fertigkeit, Mutangriff. Das war's dann. Und Fertigkeit, Mutangriff. Ich bin bereit. Ich glaube, Klinge sollte ich hier gar nicht mal so verkehrt. Und nochmal. Keine Chance. Das war's dann. Sehr schön. Jetzt kümmern wir um die Kiste da drüben. Denn. Nimm das. So, 10 Sekunden haben wir dazu bekommen. Fertigkeit wieder Mutangriff. Zerstörung entfesselt. Wechseln. Egal. Ich bin bereit. Ach Mann. Aber egal, wir haben zumindest ein paar Punkte bekommen. Aber das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, wenn wir mehr Schaden machen, dann wird das hier auch immer einfacher. Würde ich behaupten. Das war ja ein Kinderspiel für dich. Das hat Spaß gemacht, oder? Komm bald wieder. Okay. Ah, man bekommt sogar beides. Man bekommt die Mogri-Medaille und den Spaß. Du kannst immer zum Spielen kommen. Okay, nee, danke. Aber wenn du nicht übst, wirst du auch nicht besser. Das ist wahr. Aber trotzdem war das schon ziemlich interessant. Hier kann man sich seine Elixiere auffüllen und andere Sachen machen. So viel zum Thema. Die Kinder haben kein Geld für, haben keine 3 Gil über. Oder kein Geld, um einen Söldner zu bezahlen. Aber Geld für Elixiere, das haben sie. Sehr witzige Kinder. Definitiv. Na gut. Wir haben jetzt noch hier unten diese eine Quest offen am... Oh, dich kenne ich doch. Waffenlager. Du bist also der, den sie den Alleskönner nennen. Weißt du, aus wie Captain Adama. Heute ist der Todestag meiner Frau und ich würde gerne ihr Grab besuchen. Oh. Aber auf dem Friedhof haben sich grausige Bestien eingenistet. Könntest du vielleicht an meiner Stelle zum Grab meiner Frau gehen und beten? Das wird nicht billig. Danke dir, mein Junge. Der Friedhof liegt hinter dem Fluss. Ich habe aber gehört, dass das Tor verschlossen worden sein soll. Damit sich kein nichtsahnender Mensch dort hinein verirrt, heißt es. Sag mal, haben wir bei Moggy nicht einen Friedhofsschlüssel getauscht? Yep. Und ich dachte mir schon, dass wir den genau hier brauchen werden, irgendwann. Bei diesen Quests. Deswegen habe ich den auch direkt gekauft. Haha. Das heißt, wir können jetzt direkt loslaufen und den Friedhof öffnen. Dafür müssen wir, glaube ich, nur den Weg hier hochlaufen und dann gleich nach rechts abbiegen, wenn wir aus dem Tunnel kommen. Ich bereue den Umzug zwar nicht, aber... Richtig schön vorausschauend gedacht an dieser Stelle. Muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. Das war doch hier, oder? Nee, wir hätten schon vorher rechts abbiegen müssen. Willst du nicht der Bürgerwehr beitreten? Nein, ich will nicht der Bürgerwehr beitreten. Na gut, ich will der Bürgerwehr beitreten. Aber, nein, ich möchte nicht der Bürgerwehr beitreten. So,
Hier drüber, da lang. Geradeaus durch und jetzt hier nach rechts. Genau, da ist der Friedhof. Und da sind auch die schönen Gegner. Geöffnet haben wir das schon einmal, als wir eine andere Quest gemacht haben. Oh, super. Hier sind wieder Särklinge unterwegs. So, einmal kurz hier Fertigkeit Analyse, damit ich weiß, was ich gegen die machen muss. Wirksam ist Eis, das ist gut. Oh, Cloud ist vergiftet. Das ist weniger gut. Au. Definitiv. Jetzt aber. Maggi. Oh, der hat gar kein Eis. Und sie ist noch nicht so weit. Ja, dann muss ich eine Fähigkeit rauspulvern. Das ist cool. Das nehmen wir. Auf den Dude. Nee. Keine Chance. Na komm. Das Ding ist, glaube ich, super langsam. Was ich hier habe. Aber die Gegner sind echt nicht ohne. Magie. Eis. Du hast Eis, das ist schön. Dann. Auf wen gehst du? Du gehst auf sie hier. Moment, hier ist gerade eine im Schock. So, nochmal Eis. Ah, die A ist im Schock. Dann geh mal auf die C. Super, aber jetzt bist du nämlich auch mega gelackmeiert. Und ey, wir haben super böse Rückstände hier. Fertigkeit. Impulshieb. Auf die Zehen hier darin. Ihr Aris, ich wäre mal ganz stark dafür, dass du mir mal Vita gibst. Ich wollte schon immer Insekten mit einer Keule mit Brettern verprügeln. Ah, wie eklig. Magie. Eis auf. Ja, komm. Nochmal auf die C. Aris ist noch nicht so weit. Komm, wir versuchen es jetzt einfach nochmal mit Feuer. Nicht jetzt. Limit Break ist ab. Auch wenn das vermutlich einfach übertrieben an der Stelle ist. Aber besser als gar nichts. Weil es hätte schon richtig wehgetan. Magst du nicht auch ein Gebet sagen, Cloud? Brauche ich nicht. Wir sollten zurück und Bericht erstatten. Jo, zurück zum guten Herrn. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Ich habe so dermaßen auf die Kauleiste bekommen. Das war ja schon echt ein bisschen creepy. Und eine Mission haben wir immer noch offen. Schauen wir mal. Magiepunkt, also wir sind jetzt ähnlich aufgerüstet. Aber haben wir zufällig nochmal Waffenmodifikationen frei? Ne, 4 auf der ausgerüsteten. Irgendwie gefällt mir die Eisenklinge besser. Schauen wir nochmal. Naja, vor allem ist es halt eben physische Attacke, nur ein weniger. Wir haben doch sicherlich eh hier noch. Klar, wir haben noch Titanreif. Ich bin ja auch so schlau. Mithrilreif, das ist von Aris, das darf sie gerne tragen. Titanreif nehmen wir uns sehr gerne mit an. Und dann haben wir hier auch nochmal Platz für eine weitere Materia. Das heißt, wir können wieder Behandeln mitnehmen, damit wir nicht wieder so aufgeschmissen sind wie gerade eben. So.
Ich stehe wieder in deiner Schuld. Hier, deine Belohnung. Diesem Herrn hier habe ich viel zu verdanken. Na, und dir mittlerweile wohl auch. Also hier, das ist für dich. Nun nimm schon. Wir haben das Grab deiner Frau gepflegt und für sie gebetet. Ah, danke dir, mein Kind. Dank euch kann ich wieder ruhig schlafen. Ich hatte sogar schon überlegt, das Grab meiner Frau gar nicht mehr zu besuchen. Mit meinen schwachen Beinen wird das nichts mehr. Das habe ich mir immer wieder gedacht. Nur noch ein allerletztes Mal entschied ich. Und genau in diesem Augenblick seid ihr auf einmal vor mir aufgetaucht. Allein schaffe ich es nicht mehr. Meine Frau hätte Verständnis dafür. Oh. Der Friedhofsschlüssel. Bring ihn Moggy zurück. Aber ich kann doch nicht. Warum bringst du ihn nicht zurück? Außerdem schuldet ihr mir 5000 Geld. 5000? Geld, Geld, immer nur Geld. Ich verstehe ja schon. Deine Hilfe brauche ich nicht mehr. Den Schlüssel bringe ich selbst zurück. Ach, was für eine Schande. Das ist die Welt, die Shinra uns eingebrockt hat. Oh boy. Fang gleich an zu weinen. Wie kann man so herzlos sein? Der Gottesknecht des Mammons. Aber eigentlich könnt ihr Kinder ja auch nichts dafür in dieser Welt. Ich darf noch nicht aufgeben. Sowas tut mir immer echt mega weh. So alte Leute zu sehen mit ihren Problemen. Und dann kommt er hier an und sagt, gib mir dein Haus und deine Kinder und dein Erstgeborenes und hast ihn nicht gesehen. Sowas mag ich nicht. Das ist schon eine richtige Arschlochnummer. Aber auf zur letzten Mission, scheinbar. Also du bist mir ein bisschen zu gut angezogen für die Slums. Wer bist du? Achso, dich kenne ich doch schon, oder? Darf ich kurz um Verzeihung bitten? Du bist nicht ganz zufällig dieser Alleskönner, oder? Doch. Mein Name ist Damon. Ich bin Reporter beim Blatt des Lebens. Zu euren Diensten. Blatt des Lebens? Das sind doch die, die ständig verleumderische Artikel über die Slums schreiben. Ich muss doch sehr bitten, junge Dame. Wir informieren die Menschen nur über die unschöne Realität in den Slums. Und stellen die Frage, wo soll das hinführen? Wie auch immer, wenn möglich würde ich den Alleskönner gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Hast du schon mal vom Racheengel der Slums gehört? Dem Meisterdieb, dessen Identität niemand kennt. Er bestiehlt Personen, die mit Shinra in Verbindung stehen, schickt ihnen eine Ankündigung und durchbricht alle Sicherheitsvorkehrungen. Natürlich kennen wir den. Er stiehlt von den Reichen und gibt es den Armen. Er weiß, wie er sich das Wohlgefallen der Leute sichern kann. So viel steht fest. Aber Dieb bleibt Dieb. Er ist eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Ich habe mich der Enthüllung seiner Identität verschrieben. Das Problem ist nur, dass sich die Slumbewohner in der Sache wenig kooperativ zeigen. Seit sich herumgesprochen hat, dass ich Reporter bin, will sowieso niemand mehr mit mir reden. Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte dich darum bitten, Informationen für mich zu sammeln. Ganz toll. Na gut. Ich guck mal, was ich da machen kann. Du rachsüchtiger. Du. Blöder Typ, du. Hallo. Mit dir kann ich reden, dann will ich mit dir reden. Ach du meine Güte. Was meinst du? Na, den Racheengel natürlich. Jeder kennt ihn, aber niemand weiß, wer er wirklich ist. Vor seinen Raubzügen schickt er immer eine Ankündigung raus. Und doch wurde er noch nie erwischt. Wie macht er das nur? Ich habe gehört, dass er Magie einsetzt. Eine Hexe soll dieser Racheengel sein. Ich habe gehört, dass er ein Ungeheuer sein soll. Da wäre mir eine Hexe noch lieber. Wenn ich dir erzähle, was ich noch weiß, fällst du aus den Socken. Gut, erzähl mir doch ein bisschen was, aber egal. Was ist mit dir? Oh, guten Tag, Mireille. Schön, dich zu sehen, Aris. Hab schon gehört, dass du in Begleitung eines interessanten Herrn bist. Cloud, das hier ist Mireille. Sie weiß alles, was man über das Viertel wissen kann. Und das hier ist Cloud. Er ist Ex-Soldat und unglaublich stark. Der könnte nützlich sein. Ich habe schon von dir gehört, Alleskönner. Die Kinder des Helmchenhofs sehen zu dir auf. Und jetzt bist du im Auftrag vom Blatt des Lebens unterwegs und suchst den Racheengel der Slums, nicht? Das stimmt.
Ich liebe Gerüchte, musst du wissen. Was ich hingegen nicht liebe, sind aufdringliche Handlanger Shinras. Der Reporter und seine Story sind mir ziemlich egal. Ich will mehr über den Racheengel der Slums wissen. Das ist alles. Na, sieh mal einer an. Da ist wohl noch jemand dem Charme des Racheengels verfallen. Das passt gerade recht. Ich habe nämlich neue Informationen. Die muss ich mir aber noch bestätigen lassen. So lange musst du den Reporter vertrösten. Ah, das hat doch mal was gebracht. Na dann. Ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht nochmal die Waffe wechsle. Und? Hast du was für mich? Kennst du Mireille? Sie hat gesagt, sie würde uns mit Informationen versorgen. Mireille? Die kennt doch jeder! Ich habe auch versucht, sie zu bearbeiten. Leider ohne Erfolg. Wie seid ihr bloß an sie rangekommen? Tja, hatte wohl gerade gute Laune. Können Sie schon etwas zu der Information sagen? Handelt es sich um einen Augenzeugenbericht? Oder wurden irgendwelche Spuren gefunden, die... Nein, nein. Wir wissen, wo sein Versteck ist. Sein Versteck? Das wird ein Knüller! Wo befindet es sich? Auf einer Anhöhe, am Ende einer gewissen Nebenstraße. Ein gottverlassener Ort. Eine Anhöhe an einer Nebenstraße. Ich breche sofort auf. Aber mir ist noch etwas anderes zu Ohren gekommen. In letzter Zeit sollen auf dieser Anhöhe auch Bestien gesichtet worden sein. Wie bitte? Das sollen ganz schöne Brocken sein. Wild und angriffslustig. Mein vollen Respekt, dass du dich dahin traust. Diese Information muss ich mir erst noch von einer verlässlichen Quelle bestätigen lassen. Meine Pflicht als Journalist. Sie verstehen doch sicher. Da hast du ja Glück. Den passenden Mann für die Aufgabe hast du schließlich schon. Nicht wahr? Aber natürlich. Ich brauche noch mal Söldnerunterstützung. Würdest du die Anhöhe für mich auskundschaften? Bleibt ja wohl nichts anderes übrig, wa? Um diese Quest zu erfüllen. Dann gucken wir mal ein bisschen. Wo soll die Anhöhe sein? Die Anhöhe soll hier oben sein. Ah, okay. Ich glaube, da waren wir auch schon mal. Irgendwann, vor ewigen Zeiten, als ich noch jung war. Hoppla, falsche Richtung. War das falsche Richtung? Ja, definitiv falsche Richtung. Schauen wir mal, was hier der einfachste Weg ist. Der einfachste Weg ist hier entlang. Ich müsste eigentlich nochmal zur Kirche. Eigentlich müsste ich nochmal zur Kirche. Einfach nur, weil... Oh, hier ist eine Stelle, da war ich noch nicht. Sehr interessant. Weil in der Kirche liegt immer noch eine Materia rum, die ich nicht einsammeln konnte. Die würde ich aber ganz gerne einsammeln. Die Frage ist, wo lang geht es eigentlich zu Sektor 7? Da müssen wir ja auch demnächst hin. Nein, da nicht. Genau, hier lang. Ich hätte ganz gerne so eine Schnellreisefunktion. Dann müsste ich nicht die ganze Zeit von A nach B huschen. Aber andererseits liefert dieses Spiel keine Schnellreisefunktion. Zumindest nicht hier, wo wir jetzt gerade eigentlich unterwegs sind. Oh. Moment. Oh. Doch, hier ist ein großes O. Hätte doch hier runter gemusst. Und dann da entlang. Da, durch diese Tür. Und dann hier hoch. Hier ist somit... Ah, ja klar. Natürlich waren wir noch nicht hier. Weil das war verschlossen. Genau. Ey, ganz doof. Hier liegt auch eine Materie rum. Ich erinnere mich. Aber das Siegel kenne ich irgendwoher.
Aber ich weiß auch noch, wie der Storyverlauf wird. Okay, ich merke gerade, das mit der Materia. Hör auf zu kuscheln, hässliches Insektenvieh. Tschüss. Moment. Ah, wir sind schon da. Genau. Dementsprechend, der Storyverlauf, den kenne ich ja. Also haben wir doch ein bisschen mehr Zeit mit der ganzen Geschichte hier. Hier ist die Treppe. Ui. Ja, okay. Pass auf, Aeris, ich glaube, du musst dich nochmal ein bisschen anders ausrüsten. Und zwar, ich habe dir ja eigentlich... Gebet ermöglicht den Einsatz von Fertigkeiten Gebet, mit der TP aller Gruppenmitglieder geheilt werden können. Das ist eigentlich... Ich bin ja sehr schlau, ihr einfach doppelt den ganzen Kram zu geben. So, du bekommst nämlich Barretts Gewitter. Und jetzt können wir nämlich Action machen. Hallo. Volle Konzentration. So, als allererstes nämlich Fertigkeit Analyse. Bin also frei. Ich dachte es mir nämlich, dass der... mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit nämlich anfangen wird. Jetzt ist er stumm. Das ist frech. Au. Boah, das war ja richtig dreckig, dieser Angriff. Aber macht nichts. Wir haben Blitzra und komm, hauen wir erstmal auf die Eisenkugel. Stromschlag. Mach was draus. Moment. Aeris Besonderheit. Oh, kann mit Magie angreifen und ihre Gefährten heilen. Wenn du im Kampf Viereck gedrückt hältst, führt sie eine... Ich habe noch nicht auf Aeris gewechselt. Das war der Grund hier. So, gleich wieder Magie, Blitz, ruhig weiterhin. So, die Eisenkugel bringt an der Stelle wohl nicht sonderlich viel. Öpp. Einmal hier aus dem Weg. So, und... Ja, und der schubst mich auch noch in seinen Dreck. Okay. Dadurch ist er stumm. Dann muss sie jetzt wieder mit Blitz auf das Viech einhämmern. Und klaut das gleiche Spiel. Ich glaube, um den Stock... um den Schock zu bringen, hätte ich auf seine Kugel schlagen müssen. Aber jetzt ist egal. Das war's dann. Und auch Aeris hat... hat den Limit Break noch nicht getroffen. Aeris muss einmal kurz... Fertigkeit? Heiliger Magiekreis. Das war eigentlich das, was ich gehofft habe. Hier wird jetzt... Was passiert jetzt hier? Nichts. Auch gut. So, es war wirklich die Eisenkugel, die ich hätte angreifen müssen. Und... gleich nochmal... Bums. Geht doch. Na dann, sehen wir uns erst einmal um. Finde ich auch. Was haben wir denn hier Schönes? Warnung des Racheengels. Danke im Namen der Armen.
dieser Stadt. Der Racheengel der Slums. Eine Nachricht des Racheengels? Das scheint alles gewesen zu sein. Lass uns zurückgehen. Okay, das ist ja interessant. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Das klingt ja so, als hätte er geplant, dass wir hier auftauchen und den Klotz besiegen. Fragen wir erstmal nach. Ist das etwa eine Nachricht des Racheengels? Zweifellos. Eine waschechte Nachricht. Der Racheengel hat zugeschlagen. So, so. Das ist also eine dieser berühmten Nachrichten. Ein großartiger Fund. Irgendwelche anderen Spuren? Hier steht noch etwas geschrieben. An den lästigen Reporter von Shinra. Eigentlich hatte ich ja vor, dir eine ordentliche Lektion zu erteilen. Hast noch mal Glück gehabt, dass der Alleskönner an deiner Stelle gekommen ist. Aber fürs nächste Mal kann ich nichts garantieren. Spiel nicht mit dem Feuer. Eine Warnung vom Racheengel? An mich? Soll also heißen, dass sich die Bestien zerfleischt hätten, wenn du selbst hingegangen wärst. Du meine Güte! Fast hätten meine Informationen dich umgebracht. Ich sollte besser aufpassen, wem ich was sage. Schon gut. Mir ist zum Glück ja nichts passiert. Lassen Sie sich nicht davon beirren. Über Ihre Informationen aus den Slums würde ich mich immer freuen. Eine neue Nachricht des Racheengels! Sein nächstes Opfer ist Don Corneo vom Wallmarkt! Das Warten hat sich gelohnt! Don Corneo ist ein großer Fisch! Das wird eine Sensation! Sieh da! Moment! Wo haben Sie das her? Das war's dann wohl mit meiner Bezahlung. Hier, das ist für dich. Kein Grund zur Bescheidenheit. Das Geld kommt aus der Tasche dieses Reporters. Keine Sorge, das ist nicht gestohlen. Nur geliehen. Ich bin sehr beeindruckt. Dein guter Ruf kommt nicht von ungefähr. Dankeschön. So, und damit müssten wir jetzt eigentlich... Was ist? Oh. Wollen wir zurück? Ja. Was denn? Schon. Cloud, du bist ja ein richtiger Workaholic. Was bleibt mir übrig bei der miesen Bezahlung? Du bist halt noch in der Probezeit. Bald verdienst du mehr. Also, ab nach Hause. Ja, genau. Wir haben jetzt, glaube ich, hier in Sektor 5 auch alle Aufgaben abgeschlossen. Perfekt. Ich springe bis zur Platte. Dann können wir jetzt auch wieder zurück zu Eris nach Hause, um dort mit ihrer Mutter zu Abend zu... Wow, 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 wow. Dieser Typ da, da wäre ich ja voll reingerannt beinahe. Das ist rude. Das ist einer der Turks. Auf den lasse ich mich jetzt nicht ein. Wobei unsere Lebenspunkte voll sind. Aber ich mache das erst in der nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Let's play. Final Fantasy 7. Bis gleich, bald demnächst.